Ja, mach die Kacke weg. Ich will den Scheiß nicht sehen. Ah! Ich werde aggressiv. Ich werde total aggressiv, wenn das so weitergeht. Victor! Mach Platz! Ich habe keine Zeit für euch. Und keine Nerven. Meine Fresse. Ist ja nicht zum Aushalten. Wenigstens die Musik lustig, ansonsten wäre das jetzt hier ganz grässlich. So habe ich wenigstens Spaß dabei. Ja, nee, komm, leck mich doch. Dein scheiß Strafzettel. Kannst mich mal. Wir gucken hier gemütlich hinterher. Wenn er langsam fährt, fahren wir auch langsam. Aber er fährt gar nicht langsam, sehe ich gerade. Das kommt mir bloß so vor. La 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 la. Nein! Scheiße, jetzt habe ich mich auf den Radar geguckt. Ah, ich könnte kotzen. Lass mich in Ruhe, du Scheißbulle. Ach, komm. Ich könnte nur hassen hier. Ich hasse die Welt. Ich bring euch alle um. Scheiße hier. Ja, Killerspiel. Macht aggressiv. Roar. Wir wissen immer, wo er hin will. Er fährt doch auch ganz zielgerichtet dorthin. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich hier den erschießen muss oder so. Ich muss ihm folgen. Garantiert. Definitiv. Yay, der Bulle hat es irgendwie verkackt. So, und dann fahren wir jetzt einfach hinterher hier weiter. Dieser blöde Unfall vorhin, der hat uns auch ganz schön vergeigt, muss ich sagen. So. Es wäre mal lustig, wenn hier die Brücke jetzt oben wäre. Es würde ein bisschen Pfeffer in die Sache bringen. Und vor allen Dingen wäre es mal lustig, wenn meine Karre endlich mal ordentlich losfahren würde. Die schleicht hier schon wieder rum, das geht überhaupt nicht. Aber ich verstehe es echt nicht, warum gerade die Mission fehlgeschlagen ist. Ich meine, so weit waren wir jetzt auch nicht weg. Und der Punkt, der Zielpunkt, der war schon feststehend. Der war schon starr. Also, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ja, ist mir egal, ob du mir jetzt folgst, du blöder Bulle. Ja, komm, leck mich. Ich bleib dran. Lalalalalala. Sind wir schon weiter als vorhin. Wir werden immer besser. Diesmal werden wir es schaffen, bis zum Ziel zu kommen. Ganz bestimmt. Ja, wir haben es geschafft. Aber haben wir eigentlich vorhin auch schon, also ich verstehe es nicht ganz. Na gut. Also haben wir ihn jetzt schon mal bis zu seinem Zuhause verfolgt. Was war das denn? Was auch immer. So klingt übrigens eine Fehlermeldung bei mir. Was klopfst du so? Leg den Typen hinter mir um! Attacke! Jetzt wird's lustig! Okay, komm da raus, du Bastard! Gerne doch! Na, ha, ha. Erledige Sergio Morello! So, das war's zu denen. Kommt noch einer sofort hier an? Nö, ne? Die anderen überlegen sich das zweimal. Der nächste, der platt ist. Schieß doch. Sehr gut. So, jetzt du. Ah, das ist natürlich ungünstig. So, haben wir erstmal die in nächster Nähe ausgeschaltet und vor allen Dingen kommen jetzt erstmal ordentliche Waffen ran. Das kann man ja keinem anbieten hier, was wir haben. Aber ich lade erstmal nach. So. Gib mal her hier das schöne Gewehr. Pumpgun. Und noch eine Pumpgun. 9 Schuss, naja, ist jetzt nicht so die Welt. Aber besser als nichts und ich sollte vielleicht ab und zu auch auf die Umgebung achten, wenn ich hier rumturne. Denn man weiß ja nie, wer hier so ankommt, ne? So, Thompson. Thompson ist wichtig. Was hast du eigentlich noch? Oh, bloß ein Gold. Gut. Dann wollen wir mal.
Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wo hier irgendwelche Leute kommen, aber ich weiß noch, das Areal ist ziemlich groß. Das kann nur witzig werden. Und ich gehe lieber alles ganz sicher ab diesmal. Denn die Mission ist wirklich kein Zuckerschlecken. Ja, sag ich doch. Hier müssen wir uns jetzt wirklich vorsichtig durchtasten, rantasten. Und vor allen Dingen sollte ich zielen. Gut. Haben wir das erstmal. Wollen wir zur Pumpgun wechseln? Ich weiß nicht. Nee, komm. Lieber hier die Thompson. Genau. Thompson ist mir immer lieber. Schnellfeuergewehre sind mir immer lieber als irgendwelche Schrotgewehre oder so. Du sollst das, die Pumpgun nehmen. Ja, natürlich. Trotzdem aber bei der Thompson bleiben. Leute, ich habe gewissen Respekt davor, hier durchzugehen. Lalala. Ja, hallo. Ich hab euch auch lieb, Freunde. Der hüpft dort lustig rum. Fetzig. Was? Was du nicht sagst. 5 Lebenspunkte geklaut, du Schwein. So, haben wir auch die beseitigt. Ich glaube, hier gab es sogar Scharfschützen dann oben auf den Hochständen am Hafen. Hä? Was? Ja, ist klar. Ach, der andere sitzt oben auf dem Dingens, auf dem Güterzug. Da kommen wir auch gar nicht ran. Das ist ja blöd. Ich wechsle aber mal wieder zu Thompson. Weil Reichweite und so ist mir auch wichtig. Kommen wir da ran? Ich will an die Waffe ran. Scheiße. Naja, egal. Ja, der Bastard macht euch alle kalt. So, da drüben, sind das bloß Arbeiter oder ist da auch ein Bösi mit dabei? Ich trau mich nicht. Wow, what? Wow. Ja, voll in den Wasserdampf, das ist auch schön. Ist bestimmt ganz gemütlich. Wow. Wo? Hallo? Da drüben. Was? War es das für den? Und war das derjenige, der hier gerade so rumgepoltert hat? Oh Mann. Ich mag die Mission nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Na, ja. Was du nicht sagst, mein Freund. So, haben wir den. Ich will jetzt erstmal hier checken, dass dieses komische Haus hier safe ist. Ja, ich hör's schon. Total safe. Ich hab doch gerade von irgendwo schon wieder... Ach. Okay. Der hat nicht viel ausgehalten. 56 Lebenspunkte. Scheißen, Dreck. Nee, das ist gar nichts zum Heilen. Die haben mir jetzt ganz schön zugesetzt gerade. Das finde ich nicht cool. So, sammeln wir mal hier die Pumpguns auf. Und bleiben wie immer bei der Thompson. Aber ich will die Munition haben. Da drüben ist einer. Und ich könnte wetten, wenn ich jetzt mich an den anschleiche, dann kommt von hier irgendwo einer. Scheißdreck. Bist du überhaupt ein Bösi?
Ja, bist du. So. Das wär's für dich, mein Freund. Gut. Eingangsareal gesichert. Dieses Haus, da sind garantiert noch welche drin. Das müssen wir uns jetzt noch mit vornehmen. Oh Mann. Das kann ja nur super werden. Was ich an den Kampfsituationen in dem Spiel so schrecklich finde, ist, dass man nirgendwo mal zwischenspeichern kann. Also alles oder nichts ist das hier immer quasi. Oh Scheiße. Was? Von wo aus hat mich denn jetzt was getroffen hier? Hallo? Der da? Der ist aber ganz schön weit weg, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das war. So genau kann ich ja gar nicht zielen. Nee, der kann das gar nicht gewesen sein. Sag ich jetzt mal so. Das da halte ich irgendwie für wahrscheinlicher. Aber da sehe ich jetzt auch keinen. Naja, gucken wir mal rein. Kamera! Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Keiner? Keiner hier oben? Okay. Muni. Ja, damit. Ach Mann, ich brauche aber irgendwie mal ein bisschen Heilung, das wäre geil. Heilung, Heilung. Gebt mir etwas Heilung. Hier muss da irgendwo mal so ein kleines Medikit sein. Scheiße. Nein, bitte, verschone mich. Oh Mann. Dies könnte kritisch werden. Oh, ich höre es schon wieder. Von wo denn? Von wo denn? Da! Du kleine Drecksau! So, hätten wir den schon mal. Und ich höre schon wieder den nächsten. Scheiße. Wo, 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 wo? Oh, wie ich es hasse, wenn man Schüsse hört und nicht weiß, von wo sie kommen. Deswegen liebe ich Schlachten im Mittelalter und in der antiken Zeit, weil es da noch keine Feuerwaffen gab. Da konnte man wenigstens sehen, von wo die Angriffe kamen. Mann, 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 Mann. Ich bin ein ganz schöner Schisser, oder? Das mag mir doch bestimmt jemand bestätigen. Das ist so. Huasa, Masa, Nasa. Gut, da sehe ich mich bestätigt darin, Schisser zu sein. Ja, klappt super. Was? Wo? Wie? Warum? Weshalb? Warum tust du mir das an? Du Schwein! Du dreckige Schüfte! Und ich habe dich geliebt! Du dreckige Schüfte! Warum tust du mir das an? Warum betrügst du mich so? Ja komm, die zwei Schüsse, die können wir auch mal her. Die können mir gestohlen bleiben. Waffe weg. Nehmen wir die Pumpgun. Wobei, nee, ich glaube, ich nehme lieber den Colt. Ich bin echt kein Freund von Pumpgun und Co. Was denn jetzt mit dem Fetti hier? Ist der hier jetzt noch... Da ist er doch. So, Schuss in den Arsch, da hat sich das erledigt. Och Mann. Ich habe keinen Bock hier drauf zu gehen und eine ganze Scheiße nochmal machen zu müssen. Das ist jetzt der da oben. Shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Bist du böse? Nee, okay. Ich kann nicht hier draußen lang gehen, wegen dem Scharfschützen. Shit.
Ja, ich gehe ja schon. Wisst ihr was? Ich nehme mir jetzt ein Auto. Und dann fahre ich nach Hause. So eine Scheiße hier. Das kann man auch keinem anbieten. Müsst ihr ja alleine gegen die ganze Scheißarmee auftreten.